Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, was die Antwort ist auf folgenden Kommentar. Ich hätte gerne ein Video zum Thema Glaubenssätze und ähnliches. Ich zum Beispiel kann für mich nur Zeit genießen, wenn ich alleine bin, ohne Partner, ohne Kind. Sonst habe ich immer das Gefühl, was leisten und tun zu müssen. Und diesen Kommentar gehen wir jetzt mal auf verschiedenen Ebenen an. Und wir starten natürlich mit dem Thema Glaubenssätze. Das hatte ich angesprochen in dem Video Werde kreativ im Wie. Werde kreativ darin, wie du dir im Alltag Auszeiten für dich nehmen kannst, Raum für dich nehmen kannst, um die Dinge tun zu können, die du tun möchtest, die dich auch in deiner persönlichen Weiterentwicklung voranbringen. Und da muss man sich bei solchen Themen auch immer seine Glaubenssätze anschauen. Was glaube ich denn über mich, über Auszeiten und all diese großen Themen, ne? Da kommen so Sachen hoch wie, ich muss eben immer etwas leisten. Ich muss mir meine Auszeiten erst verdienen. Ich kann nur entspannen und das genießen, wenn ich alleine bin. Und so weiter und so fort. Und wenn man sich wirklich das Ziel gesetzt hat, sich mehr Zeit für sich im Mama-Alltag zu nehmen, sich mehr Raum zu geben für die Dinge, die man tun möchte, die einem Spaß machen, dann muss man sich zwangsläufig diese Glaubenssätze angucken, weil nur dann kann dieses Projekt von Dauer funktionieren. Weil sonst habe ich am Anfang die Motivation und die Inspiration, ich bin voll dabei. Und dann kommen aber Dinge, die meine Glaubenssätze, die tief in mir drin sind, triggern. Und dann höre ich einfach wieder damit auf. Starten wir nochmal ganz am Anfang, was sind denn diese Glaubenssätze? Das sind Sätze, die sich in unserem Unterbewusstsein fest verankert haben. Das kann sein, weil uns das in unserer Kindheit mitgegeben wurde. Ne? Unsere Mütter, unsere Großmütter, unsere Väter, Großväter haben uns das schon so vorgelebt. Also haben wir das als Wahrheit übernommen. Das können Sätze sein, die wir ständig gesagt bekommen haben. Oder das sind Sätze, die entstanden sind aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir sind nicht gut genug. Wir müssen erst etwas leisten, um geliebt zu werden. Und so weiter und so fort. Und unser Unterbewusstsein, das sind ja nun mal 90% des kompletten Einflusses. Nur 10% ist ja Bewusstheit. Und deswegen dürfen wir das nie außer Acht lassen, uns da mit zu beschäftigen, da einfach mal auch hinzuschauen, was da ist, was wir glauben über all diese Thematiken. Und das ist nicht immer einfach, aber es ist ganz spannend. Und wenn man einmal damit angefangen hat, wird es auch leichter, das im Alltag zu bemerken, wie man mit sich spricht, wo da immer mal wieder, das merkt man gar nicht so genau, aber wo dann mal immer wieder hochkommt, ja, hast wieder verkackt. Kannst jetzt keine Auszeit machen. Hast du dir noch nicht verdient. Hast noch nicht genug geleistet. Hier bist du wieder nicht gut genug. War ja klar, dass du das nicht schaffst. Wir kommen dem Ganzen näher. Und es ist deswegen so wichtig, weil es eben 90% dessen ausmacht, was wir denken, was wir fühlen, wie wir handeln. Und das ist so unterbewusst, dass wir das ganz oft nicht mitkriegen, wenn wir nicht endlich die Lauscher aufstellen und schauen, wie wir mit uns selbst reden und was da unterbewusst immer wieder hochkommt. Und es wird ja immer wieder bestätigt. Wir handeln ja leider Gottes so, dass unsere inneren Glaubenssätze immer wieder Bestätigung finden. Wir haben vielleicht zum Beispiel uns einen Partner ausgesucht, bei dem das Muster immer noch weiterläuft. Ich bekomme erst Liebe, wenn ich etwas leiste. Wir bestätigen also immer wieder mit unseren Handlungen, mit unseren Entscheidungen diese inneren Glaubenssätze, die sich da meist in unserer frühen Kindheit, Jugend verankert haben. Vielleicht hatten wir ein paar toxische Beziehungen, in denen wir gelernt haben, dass wir nicht gut genug sind. Tada! Auch wir werden nie von uns glauben, gut genug für irgendwas zu sein. Das ist erstmal scheiße und erstmal richtig hart, wenn man begriffen hat, wie viel Bullshit man eigentlich mitbringt in das Jetzt. Was nicht heißt, dass wir nicht irgendwie damit arbeiten können und damit umgehen lernen können. Wichtig ist, sich dieser negativen Glaubenssätze bewusst zu werden. Und da kann man sich wirklich ganz aktiv hinsetzen mit einem Journal und überlegen, was denke ich über dieses Thema. Ich nehme mir zum Beispiel das Thema Mama-Auszeiten. Bleiben wir mal dabei, weil da der Kommentar auch hochkam. Ich nehme mir das Thema Mama-Auszeiten, schreibe mal alles auf, was ich darüber denke. Nämlich zum Beispiel, dass ich mir das erst verdienen muss.
dass Mütter nun mal keine Auszeiten haben, dass es anstrengend ist, eine Mutter zu sein, dass ich keinen Partner habe, der mich dabei unterstützt, mir Auszeiten zu nehmen. Das ist ein Glaubenssatz. Dass ich nur entspannen kann, wenn mein Partner und meine Kinder nicht dabei sind. Alles einfach mal runterschreiben. All das sind deine Glaubenssätze zu dem Thema. Vielleicht kommen da auch positive mit rein. Voll gut. Aber der Großteil wird negativ sein und nicht dienlich für das, was unser Ziel ist, uns mehr Auszeit für uns zu nehmen. Das kannst du mit jedem Thema machen. Zum Thema Finanzen, Liebe, dein Körper, alles. Und dann guckst du mal, gehst du Satz für Satz durch. Satz Nummer 1. Ist dieser Satz dienlich für mein Ziel? Oftmals nein. Möchte ich das weiterhin glauben? Nein. Okay, was möchte ich dann stattdessen glauben? Überspringt das nicht. Es ist so wichtig, diese bewusste Entscheidung zu treffen, das möchte ich nicht mehr glauben. Und dann einen Alternativsatz aufzuschreiben. Was möchte ich denn stattdessen glauben? Ich kann entspannen, auch wenn mein Partner und meine Kinder dabei sind. Ich muss mir eine Auszeit nicht erst verdienen. Oder man soll nicht verneinen. Man könnte also sagen, man soll nicht verneinen. Wartet, lasst mich kurz überlegen. Also der negative Satz ist, ich muss mir meine Auszeiten erst verdienen. Auszeiten stehen mir zu. Ich bin wertvoll genug, um mir jederzeit eine Auszeit nehmen zu können. Irgendwie sowas. Immer positiv formuliert, immer im Jetzt formuliert, also niemals zukünftig. Ich werde mir in Zukunft mehr Auszeiten nehmen. Diese Zukunft wird immer in der Zukunft bleiben. Also dann formulieren, ich nehme mir regelmäßig Auszeiten. Punkt. Und das könnt ihr auch ganz gefühlvoll, ganz positiv, so wie das sich für euch gut anfühlt und wie das mit euch am besten resoniert. Ich bin unglaublich glücklich, froh und entspannt in meiner täglichen Mama-Auszeit. Zum Beispiel. Das können eure positiven Sätze sein, die ihr euch dann aufschreibt. Und dann arbeitet ihr mit diesen positiven Glaubenssätzen, indem ihr euch das einsprecht und das immer wieder hört. Indem ihr das auf einem Zettel habt, in einer Notizen-App auf dem Handy. So arbeite ich zum Beispiel mit einer Notiz-App im Handy. Und dann immer wieder, wenn ihr an der Kasse steht und wartet, wenn ihr im Auto sitzt und auf jemanden warten müsst, lest euch diese Affirmation durch. Dann wählt so 2, 3 wichtige, kraftvolle Affirmationen aus. Die kommen auf Post-its und die werden überall hingeballert. Wenn ihr jemand seid, der super gerne schreibt, dann schreibt öfter, mehrmals die Woche oder täglich, 2, 3 positive Affirmationen zu diesem Thema für den Tag auf. Und irgendwann könnt ihr die, irgendwann braucht ihr die Notiz-App nicht mehr, dann könnt ihr die automatisch ableiern, weil die in eurem Gedächtnis sind. Und umso öfter ihr die wiederholt, können wir die alten Glaubenssätze überlagern. Aber, und dazu möchte ich auch nochmal was sagen, stellt euch das vor wie eine Festplatte auf dem Computer. Unsere Festplatte ist aktuell voll. Und die ist voll mit negativen Glaubenssätzen. Und diesen Schritt, den wir gemacht haben, zu entscheiden, ich möchte das nicht mehr glauben, löscht oder fängt an, diesen Löschungsprozess dieses Glaubenssatzes einzuleiten, damit Platz wird für diesen positiven neuen Glaubenssatz auf deiner Festplatte. Und es gibt aber auch ganz hartnäckige Glaubenssätze. Auch Glaubenssätze, ne, die wir so über Journaling, über ein bisschen hinhören, achtsam sein rauskriegen, das sind die so an der Oberfläche schwimmen. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man denkt, ey, ich habe doch jetzt schon so viel mit meinen Glaubenssätzen an diesem Thema gearbeitet. Wieso fällt mir dieses Thema denn immer noch so schwer? Und dann darf man sich super gerne Unterstützung holen. In Form eines Coaches, in Form von einer Täter-Healing-Expertin. Das nutze ich persönlich sehr, sehr gerne. Ich habe meine persönliche Täter-Healing-Expertin. Alles dazu unten in der Infobox. Und dann gehen wir in den Prozess. Das ist der Glaubenssatz, den ich aktuell glaube. Okay, was liegt dahinter? Was liegt darunter? Was ist es tatsächlich? Was ist der Kern des Glaubenssatzes? Und wenn ihr da hingekommen seid, dann kann dieser Kern ausgelöscht werden und durch einen neuen positiven Satz ersetzt werden. Und das ist so heilvoll, das ist so kraftvoll. Das dauert euch eine Stunde Zeit. Es fühlt sich so gut an während des gesamten Prozesses und ihr fühlt Tage danach sofort die Veränderung. Seid euch das wert. Macht euch da auch einfach. Und unterschätzt nicht,
wie kraftvoll negative Glaubenssätze in unserem ganz alltäglichen Alltag sind. Indem du jetzt das Video gesehen hast, indem du ein bisschen achtsam für das Thema geworden bist, wirst du das merken. Reflektier dich genauer. Warum habe ich jetzt so gehandelt? Warum denke ich jetzt das? Warum fühle ich das? All das, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Entscheidungen, die wir treffen, basieren auf den Glaubenssätzen in uns. Und die können im besten Fall auch auf super positiven Glaubenssätzen basieren. Da wollen wir ja mal hinkommen. Aktuell ist aber oft so, dass die auf sehr festgefahrene negativen Glaubenssätzen beruhen. Das ist so eine festgefahrene Straße. Und diese festgefahrene Straße, die wir Tag für Tag fahren, die wollen wir jetzt verlassen. Ha, schwierig. Wir müssen erstmal eine neue Straße bauen mit dem positiven neuen Glaubenssatz. Und dann anfangen, immer wieder abzubiegen. Immer wieder auf die neue Straße abzubiegen. Wir werden immer wieder auf diese alte Straße kommen. Aber immer wieder abzubiegen. Und natürlich kann es einfach sein, dass du der Typ Mutter bist, der nur entspannen kann, der die Auszeit aktuell nur genießen kann, wenn dein Partner nicht dabei ist und wenn dein Kind nicht dabei ist. Und das ist voll okay. Und dann organisier das so. Das ist machbar für jeden und das steht jedem von uns zu, Entschuldigung, einmal die Woche eine Zeit nur für sich allein zu haben, ohne Partner, ohne Kinder. Das muss möglich gemacht werden. Und irgendwann kommst du dahin, indem du nämlich die Entscheidung triffst, indem du den positiven Glaubenssatz für dich etablierst. Ich kann mich entspannen und eine tolle Auszeit haben, auch wenn mein Partner und meine Kinder in der Nähe sind. Oder wenn sie dabei sind. Du entscheidest, was du denken möchtest. So einfach ist es. Sag ich meinen Kindern jeden Tag, ihr entscheidet doch, was hier oben passiert. Wir entscheiden, ob wir uns Sorgen machen möchten oder ob wir träumen möchten von all den tollen Dingen, die in unserem Leben passieren dürfen. Das entscheiden wir in jedem Moment selbst. Und das ist ein Prozess. Aber immer wieder, wenn du dich dabei erwischst, dass du dir Sorgen machst, dass du Ängste hast, dass du negativ über dich denkst, stopp! Ein großes rotes Stoppschild. Und dann denkst du in neuen Bahnen, in neuen Richtungen. Ich hoffe, dieses Video hat ein bisschen Klarheit gegeben, hat das Thema nochmal ein bisschen aufleben lassen. Solltet ihr noch Fragen zum Thema Glaubenssätze, Unterbewusstsein haben, dann stellt die sehr gerne in den Kommentaren und ich beantworte die euch dort. Ich verlinke euch in der Infobox ein bisschen hilfreiche Kontakte, Materialien, mit denen ihr arbeiten könnt. Wenn ihr euch diesen negativen Glaubenssätzen stellen wollt, schaut da also gerne vorbei, schaut, ob ihr euch die Hilfestellungen zunutze machen möchtet. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch, freue mich über einen lieben Kommentar und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und teilt meine Inhalte gerne mit anderen Mamas, anderen Frauen, die sich für diese Themen begeistern. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!